Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge The Tenants? Fragezeichen. Neues Spiel. Name des Vermieters. Ich habe auch ehrlich gesagt schon wieder keine Ahnung, worum dieses Spiel geht. Ich habe das auf meiner Playlist. Auf meiner Playlist, auf meiner Wunschliste und naja. Mein Name, wie nennen wir uns denn? Big Jill. Wir sind Big Jill. Nehmen wir die. Das ist Big Jill. Genau, und wenn wir Fehler finden, müssen wir sie melden. Ich weiß gar nicht, ob es noch ein Early Access ist. Aber es gibt schon Deutsch. Also ist das Spiel perfekt für mich. Speichern. Okay, ich wollte gerade sagen, ich höre keine Hintergrundmusik. Das ist ja meistens ist abgestürzt. Bitte stürz nicht ab, Spiel. Yay, es ging. Okay, willkommen in Wondersville. Wir haben derzeit mit einer kleinen Auswanderungskrise zu kämpfen, aber insgesamt ist es eine großartige Stadt. Im Moment wird der größte Teil der Stadt außerhalb unserer Reichweite bleiben, aber wir werden im Laufe der Zeit... Also kann es losgehen? Klicke auf die Slums, sie treffen uns dort. Ich werde dir das erklären. Okay. Da bist du, gut gemacht. Manch einer hat sich hier schon verlaufen. Wie immer, check dein Handy, ich habe einen Job für dich. Besser, du nimmst ihn schnell an, bevor es jemand anderes macht. Gut. Hier ist unser Handy. Jobs. Ich brauche jemanden, der es meinem Wohnwagen eine ordentliche Wohnfläche macht. Ich wusste, du schaffst das. Jetzt gehen wir dahin. Okay, machen wir ernst. Werf mir einen Blick auf meinen alten Wohnwagen. Mein Freund Pedro hat drin gewohnt. Und es könnte etwas unordentlich sein. Aber ich wette, du machst etwas Tolles daraus. Renovierung starten. Okay, wir müssen erst den Müll. Okay, okay. Scheint, als wären wir auf einer Müllhalde. Sollen wir damit anfangen? Ich weiß, dass du dich nicht gerne drücken kannst. Nichts kann uns aufhalten. Trotzdem liegt noch so viel vor uns, einschließlich einiger beschädigter und kaputter Möbel. Ich bin sonst immer so schnell, ne? Im Lesen. Aber er ist gerade ganz schön. Er ist schneller als ich. So, also wir sind die. Er ist... Der. Wir sind also schon mal zwei Menschen, zwei Persönlichkeiten. So, wir können jetzt reparieren. Und haben 70% Chance, dass es heile ist. 100% Chance, dass es heile ist. Und 74%. Das sieht doch gut aus. Das sollten wir eigentlich alles schaffen. Nein. Ist jetzt die Chance gesunken? Entfernen. Okay. Putz. Platz. Putz. Und das war's. Cool. Mit dieser großen Aufräumaktion beende ich verlassen. Okay. Jetzt dürfen wir kommen? Ja. Klicke auf den Wohnwagen und gehe in den Renovierungsmodus. Ich möchte ihn aus der Nähe betrachten. Renovierungen. Willkommen im Renovierungsmodus. In diesem Modus vergeht die Zeit langsamer, damit du dich auf deinen Job konzentrieren kannst. In der oberen linken Ecke findest du dein verbleibendes Jobbudget und wird blau angezeigt. Eigenes Geld unterscheiden. Okay. Oh, das erste Mal Sims. Über das Menü am unteren Bildschirmrand kannst du auf verschiedene Renovierungs... Blablabla, werden wir schon schaffen, oder? So, wir brauchen Boden und Wände. Wir brauchen einen Teppich. Fußboden. Grauer Beton. Zement, Hartbeton. Schiefer. Laminat. Linoleum. Laminat. Hartholz. Fliesen. Teppich. Teppich. Achso, ist sogar angezeigt. Teppich. Teppich. Nehmen wir den günstigsten, ne? So. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Wände hinkriegen. Sie müssen grau sein. Und die sind auch wieder angezeigt. Da finde ich die am schönsten. Ich wollte gerade sagen, können wir rum? Ja, ne? So. Perfekt. Jetzt kommt die Möblierung. Z und C können wir die Sachen drehen. Z und C? Wisst ihr, wie weit Z und C auf eurer Tastatur voneinander entfernt sind? So, wir brauchen eine Duschkabine.
Ja, dann brauchen wir ein TV. Da brauchen wir vielleicht erst so einen Tisch. Dann brauchen wir einen Fernseher. Fernseher, wo bist du? Hä? Ach so, Büro. Wohnzimmer. Da ist ein Fernseher. Und da hört jemand gerne DVDs, eine Toilette und Toilettenpapier. Badezimmer, Toilette und Klopapier. Heizung, TV, Mikrowelle brauchen wir noch. Küche. Mikrowelle, Kühlschrank. Mikrowelle, ja, aber ich kann die Mikrowelle nicht einfach. Doch, ich kann es auf den Boden stellen, das wusste ich nicht. Mit C und Z, Leute, wirklich? Haben wir alles? Hä? Duschkabine, Kühlschrank, Mikrowelle. Ach, cool. Sofa, TV, ach, ja, Sicherungskasten. Erreiche die nächsten Stufen, um das freizuschalten. Besonderes. Sicherungskasten. Hallo? Sicherungskasten? Hä? Ja, aber wie soll ich denn das renovieren, wenn das nicht geht? Ach so, da ist der Sicherungskasten. Bewegen. Aha, gut. Jetzt gehen wir zum Fertigstellen. Da ist Fertigstellen. Job abschließen. Perfekt. Und jetzt haben wir unseren ersten offiziellen Job hinter uns gebracht. Und wir kriegen diese Wohnung. Vermieterkarriere. Die Wohnung musste herrichten. Stromversorgung müssen wir wieder herstellen. Und können wir sie schon mal putzen? Okay, wir müssen weitere Jobs annehmen und Geld sparen. Fertig. Ach, ich finde das schon, oder? So, Jobs machen wir mal annehmen. Und dann gehen wir da mal hin. Huch. So, hier haben wir eine Renovierung. Bei dem Erik. Können wir die Wände irgendwie runterklappen? Weiß ich nicht. Gut. Anscheinend nicht. Also, Erik hätte gerne ein Einzelbett. So. Eine Trainingsbank hätte der gerne. Z. Eine Lampe. Machen wir mal so eine Stehlampe. Eine kleine Pflanze. Motivationsposter. Work hard, play hard. Noch eins. Big Dream. Dream Big. Finde ich witzig. Hier. Hanteln. So. Dann braucht er Boden. Hartholz oder Teppich. Ganz schön viel. Ich bin eher der Holzmensch. Braune oder graue Wände. Schön, dass man da drauf gehen kann. Da fehlt mir noch eine Wand und eine kleine Pflanze. Und eine Schreibtischlampe. Achso, das war bei Lampen. Da haben wir sie falsch ausgesucht. Jetzt haben wir alles, oder? Dann können wir den Job doch abschließen, oder? Job abschließen. Und ist Erik zufrieden? Oh nein, wir haben rausgezoomt. Wo ist Erik? Da ist Erik. Okay, wir haben. Ja, er mag das Bett. Das mag er nicht. Oh. Das war die Aufgabe, die wir hatten. Vielleicht eine Lampe weniger kaufen sollen, weil du die Schreibtischlampe so gerne magst. Jetzt kommt das Wendlein. Findet er doof. Ja, aber dann sag doch nicht, du hättest gern das und das. Und dann magst du es nicht. Yay, wir haben neue Gegenstände freigeschaltet. Und wir können jetzt haben eine. Guck mal, Bewertungen haben wir bekommen. Fußboden, Wände, Dekoration. Okay. Jetzt müssen wir wie viel verdienen? 6.000. Oha. Dann müssen wir wohl den nächsten Job annehmen, ne? Handy. Jobs. Job finden. 2.000. Schlafzimmerausstattung. Badezimmer.
annehmen. Schupp. Okay. Machen wir das Handy mal zu. Hier. Renovierung starten. Ein Einzelbett. Okay, hier sind auf jeden Fall schon mal zwei Zimmer, die nicht gebraucht werden. Man kann ja auch ein Einzelbett so hinstellen. Eine kleine Dekoration. Machen wir eine Kerze. Wir brauchen einen Spiegel. Den finde ich cool. Auch ein Motivationsposter. Guck mal, be brave. Eine Trophäe. Machen wir so ein bisschen Deko vom vom Boden. Ein Laufband. Wir haben ja auch 5000. Boden, Teppich oder Hartholz. Das ist aber nur Teppich. Grau oder blau? So. Jetzt brauchen wir noch Bücher und eine Kommode. Möbel? Kommode. Ist das im Schlafzimmer? Eine Kommode? Kommode. Man kann keine Farben aussuchen. Schade. Die Kommode und dann brauche ich noch Bücher. 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 Notizbücher. Geschichtsbücher. Und Lebensratgeber. Was man so braucht, oder? Ja, die Kommode haben wir doch auch, oder nicht? Achso, weil sie da nicht rankommt. Dann bewegen wir mal die Bücher hier hin. Zählt die Kommode nicht? Vielleicht sollte ich dann ein anderes Trainingsgerät nehmen. Sowas hier. Können wir dich hier hin bewegen. Zählt es nicht, Kommode? Kommode mit Spiegel? Ist das vielleicht... Wollte sie das haben? Ha, okay. Kann ich auch mitleben. Dann würde ich mal sagen, entschließen wir den Job ab. Hätten wir das Zimmer auch machen müssen? Hätten wir das andere Zimmer auch machen müssen? Kriegen wir jetzt Ärger? Das können wir aber schneller machen. Oh, ich möchte keinen Ärger, Leute. Daumen drücken, Daumen drücken. Aber hier war ja nicht... Ja! Und wir haben noch mehr neue Sachen bekommen. Wir haben eine gute Bewertung bekommen. Sind schon Stufe 3. Gehen. Menü, stopp. Und haben wir jetzt das Geld? Nein. Und wir müssen immer noch einen Job annehmen. Raumausstatter, Badezimmer. Nehmen wir mal das Badezimmer. Achso, das ist in derselben Wohnung. Das ist ja easy. Machen wir. Flums. Ah, nee, ist eine andere Wohnung. Habe ich noch nicht gesehen, wie es rüber gesummt wurde. Okay, eine Dusche. Und eine Badewanne. Ein Waschbecken. Ein Klo. So. Klo. Noch haben wir Geld. Ein Klo. Eine Klobürste. Klopapier. Boden. Der klassische und die Wände braun verschmiert. Und dann machen wir noch eine Wanduhr und eine Wandpflanze. Möbel, Pflanzen, Wandpflanze, Wand. Guck mal hier. Ach, Wandfahren. Wand fahren. Warum hier? So.
Und dann machen wir noch eine Uhr. Können wir noch einen Spiegel nehmen? Guck mal, hier ein Spiegel. Ach, das kennen wir. Das ist chillig. Nicht gut. Und dann hätte ich hier in der Ecke gerne noch eine Pflanze. Das geht nicht. Nein! Aber vielleicht so ein Klo, so ein Emojikon. Ist doch witzig. Machen wir auf jeden Fall. Hier. Und hier auch ein unter. Und eine kleine Pflanze kann hier rauf, aber in die Ecke kann sie. Kerzen? Hm. Oh, 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 das ist groß. Ja, wir haben hier schon Spiegel, sage ich schon, Teppiche. Können wir hier noch einen Spiegel draufstellen? Nein, können wir nicht. Das brauchen wir auch, glaube ich, nicht. Aber vielleicht brauchen wir Beleuchtung, Werkstatt, Außenbereich, Dekorationen, Esszimmer, Wohnzimmer, Büro. Guck mal, ein Wäschekorb kann dann dahin. Und hier können wir so ein Ding hinstellen. Mal gucken, wie sie es findet, ne? So. Aber wir haben ja ein paar Sachen extra gemacht. Okay. Jetzt sind wir gespannt. Wir haben auf jeden Fall... Machen wir mal Job abschließen. Und dann ist er ganz zufrieden, hoffentlich. Wir spulen das mal ein bisschen vor. Nein. Oh, sie ist ganz ärgerlich drüber. Boah, warum ist sie so ärgerlich drüber? Wir haben es voll Mühe gegeben. Das sieht viel schöner aus als alles andere. Okay, aber jetzt haben wir wenigstens... Okay. Können wir hier hin die Heizung installieren? Ach, da. Genau, die können wir ein bisschen vorspulen. Jetzt ist er fertig. Renovierung starten. Spielerlager freigeschaltet. Reinigen. Ich könnte einen kleinen, schönen Lagerraum für deine Schatzsuchen finden. Außerdem sind einige dieser Fundstücke ziemlich ungewöhnlich. Sei wachsam und achte auf Unikate. Verschwende sie aber nicht an irgendwelche herunterkommenden Bruchbuden. Wie auch immer, bringen wir es zu Ende. Also hier soll ich jetzt meine Sachen drin lagern. Unsere. Verlassen. Okay. Ja. Super, jetzt kann die Arbeit losgehen. Bereit zu biegen und zu brechen. Mit dem Umbautor kannst du jetzt Wände bauen. Aha. Toll. Großartig. Schlafzimmer und Badezimmer. Muckis, wie soll ich denn hier ein Schlaf- und ein Badezimmer einbauen? Toilette. Türen. Okay. Ja, ja, ich kenne das alles. Bauen. Denkt daran, je besser die Innenausstattung, desto mehr zahlen die. Wir brauchen auf jeden Fall ein Klo. Also ich weiß auch wirklich nicht, wie wir das hier reinkriegen sollen. Muss ich das überhaupt alles in ein Zimmer kriegen? Und einen Kühlschrank. Das reicht uns doch erstmal. Huch! So. Ich kann sie ja danach auch noch weiter renovieren, ne? Oder? Tag der offenen Tür starten. Mhm. Ach so, nein. Ich dachte, das wäre unser Hauptquartier, naja. Toll. Verhandeln. Noch ein Angebot. Okay, sie will nicht höher. Gut. Machen wir akzeptieren. So, jetzt haben wir unsere erste Mieterin. Gut. Mal gucken, ja.
Eliteverträge sind einzigartige Jobs, mit denen du Zugang zu den prachtvollsten Immobilien von Wondersville bekommst. Sie halten eine Reihe Unikate, die du auf legale Weise nicht bekommen kannst. Füge sie zu deinem Spielerlager hinzu. Du hast eine begrenzte Zeit, um diese Angebote anzunehmen. Gut, ich würde erstmal sagen, an der Stelle war's das mit der ersten Folge von The Tenants. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, weil ich auf jeden Fall weiterspielen werde. Dann freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.